Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Heute kommen wir mal wieder mit einer Review um die Ecke. Und da ist was Schönes drin für euch. Ihr habt es schon im Dezember wahrscheinlich gesehen. Nee, stimmt gar nicht. Im Januar. Im Dezember habe ich es geholt. Im Januar gab es das Unboxing und im Februar die Review. Komischer Zeitplan, oder? Ihr habt mir oder uns sehr viel Feedback dagelassen, dass ihr die Abstände zwischen dem Unboxing und der Review immer etwas groß findet. Was ich absolut verstehen kann. Denn wenn etwas im Dezember ausgepackt wird und im Februar erst die Review kommt, ist das für euch ein bisschen doof. Und da wir zwischendurch auch noch ein paar andere Produkte testen, zieht sich das immer ein bisschen hin. Und das kann man ja nicht einfach so anbauen, testen und loslegen. Zwischendurch gibt es ja immer noch mal ein paar Probleme. Die muss man erstmal lösen. Deswegen werden wir in Zukunft für euch die Unboxing-Videos als auch die Review-Videos näher zusammenpacken, dass ihr nicht immer ewig warten müsst, weil das für euch doof ist. Also an der Stelle vielen Dank. Das wird so in der Form nicht mehr passieren. Wir haben jetzt gerade aktuell auch wieder Produkte im Haus, wo die Unboxings schon aufgenommen werden. Wir warten aber, bis die Review dazu mit aufgenommen wird, sodass ihr nicht 2 Monate warten müsst. Das haben wir aus dem Weg geräumt. Kommen wir mal zum Disclaimer. Die Produkte, die ihr hier seht jetzt in dieser Review, wurden mir gestellt. Das heißt, ich habe sie nicht bezahlt. Der gute Denso hat sie mir in den Oki geschmissen und hat gesagt, los, guck dir SimMagic an. Dann haben wir den Disclaimer auch schon mal aus dem Weg geräumt. Ich möchte aber noch hinzufügen, weil ich das wichtig finde, mir wurden keinerlei Auflagen gegeben. Das heißt, ich kann über das Produkt sagen, was ich möchte. Wenn ich es kacke finde, kann ich das sagen. Wenn mir irgendwas generell daran nicht gefällt, kann ich das auch sagen. Und damit können wir loslegen. Was kostet denn der Spaß? Der Spaß kostet 899 Euro, das heißt, das ist im guten, mittleren Segment, würde ich sagen. Das ist so ein bisschen auf dem Niveau von der VHS Wheelbase. Kommt so an die Moser R9, kommt das ran, R12, wohl eher so Richtung R12, R16 und so an die SimoCube Sport. Also gute, ist genau mittendrin. Was kannst du denn jetzt erwarten, wenn du das nach Hause kriegst? Also, was ist in der Box? Die Wheelbase ist in der Box. Alles Mögliche an Werkzeug ist in der Box. Die wahrscheinlich besten Sticker, die es wohl auf dem ganzen Sim-Racing-Markt gibt. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das Sticker-Game hat SimMagic durchgespielt. Liebe ich über alles die Dinger, sehen richtig geil aus, hol mich jedes Mal ab. Und dann hast du noch das Netzteil mit drin und die ganze Kabellage, die dazukommt. Die Box habe ich vor ein paar Wochen schon entsorgt, die kann ich euch nicht mehr zeigen, aber wie die meisten schon in den anderen Reviews immer gesagt haben, der ganze Inhalt, das kann man sich auch durchlesen oder sich ein Foto angucken. Wie ist denn jetzt so die Qualität der Wheelbase? Da muss man ganz ehrlich sagen, SimMagic, Chapeau. Es ist wirklich ein absolutes Gedicht. Da ist alles Vollmetall, es ist alles super schön verarbeitet. Das macht richtig Spaß, das in der Hand zu nehmen, weil wenn du so, du nimmst den Klopper in die Hand, du hast das Gewicht, das ist ja eine DD und es ist schön kühl. Es gibt dir einfach so ein richtig warmes, wohliges Gefühl, das in der Hand zu nehmen und du machst dir auch erstmal überhaupt gar keine Sorgen, dass damit irgendwas auch nur ansatzweise passiert sein könnte, weil es gebaut ist wie ein Panzer. Also an dieser Stelle muss ich SimMagic ein ganz großes Lob aussprechen, denn sowohl die Verarbeitung als auch die Materialien sind wirklich top-notch und gefällt mir sehr, sehr gut. Habe überhaupt gar nichts zu bemängeln an dieser Stelle. Wenn wir uns jetzt mal das Mounting dieser Wheelbase angucken. SimMagic ist auch einfach wieder ein 12-Head gewesen. Weil SimMagic hat sich gedacht, Mensch, machen wir doch mal was Gutes für den Kunden. Wir machen nicht nur eine Mounting-Möglichkeit oder zwei. Nee, wir machen einfach drei. Wir bieten einfach alles an. Wir decken einfach alles ab, was es gibt. Du kannst das Ding von unten anschrauben, du kannst das Ding von der Seite mounten und du kannst das Ding von vorne mounten. Und das ist für mich persönlich super, super schön, dass dort jemand mal dran gedacht hat, dass die Leute sich nicht wieder irgendwas Neues kaufen müssen, damit sie es irgendwie von vorne mounten können, weil sie vielleicht früher eine CSL-DD hatten und die haben sie von der Seite gemountet. Da musst du dir auch nicht ein neues Mount kaufen. Und du kannst das Ding einfach vorne ranschrauben. Da möchte ich hier an der Stelle schon mal eine Kleinigkeit vorwegnehmen, wenn wir gerade über das Mounting sprechen. Ich persönlich würde das Ding nicht von unten mounten, weil ich habe es jetzt von unten gemountet und ich habe das Gefühl, dass da sehr viel Force Feedback flöten geht bei mir. Denn wie ihr nachher im Fahrtest hören werdet, ruddelt das Ding das komplette Rig durch, weil ich es von unten angeschraubt habe mit 4 Schrauben. Ich persönlich würde es eher von vorne mounten oder von der Seite, dass
unten nicht so viel Auflagefläche ist. Aber gut, schmeißen wir uns mal ins Rig rein, gucken uns mal die Software an, machen einen Fahrtest, Geräuschtest und dann sehen wir uns später hier wieder. Also, rein ins Rig. Also, schauen wir uns doch mal die Software an. Die Software findest du auf der Homepage, wenn du unter Support gehst und dann kannst du ins Download Center gehen und dort findest du den SIM Pro Manager 2. Den kannst du runterladen, installierst dir den Bums und dann kannst du reingehen. Und dann begrüßt dich folgende Seite, diese hier. Und dort kannst du sehen, was alles angeschlossen ist und was du alles einstellen kannst und den ganzen Pipapo. Und wir gehen jetzt mal unter Devices und dort siehst du, dass eine Wheelbase erkannt wurde und ein Lenkrad erkannt wurde. Das Lenkrad ist hier schon dran, das machen wir aber in einer anderen Review, das lassen wir jetzt mal außer Acht. Wir haben jetzt hier gerade das FX Pro dran, wir kümmern uns jetzt aber um die Alpha. Hier siehst du auf dem Bildschirm alle Einstellungen, die du tätigen kannst beim Lenkrad. Du kannst hier den Winkel einstellen, du kannst den Hardlock einstellen, wann hier Feierabend ist, ob der soft sein soll oder wirklich firm, dass hier Feierabend ist. Ich präferiere da mehr so ein bisschen soft, weil dann ist hier noch so ein bisschen Schwung drin. Und dann kannst du das ganze Force Feedback noch einstellen, wenn du möchtest und hier die ganzen Settings durchgehen. Ich werde dir jetzt mal meine Settings geben, die habe ich mir jetzt mal rausgefahren für iRacing und für ACC. Die du jetzt hier gerade auf dem Bildschirm siehst, sind für iRacing und dann zeige ich dir das Ganze auch nochmal für ACC. Wir machen einfach Discard und dann kannst du hier auf dem Bildschirm jetzt die Settings für ACC sehen und ich finde, dass sich das damit sehr gut fährt. Bevor wir jetzt in ACC reingehen, ich hatte am Anfang ein, zwei Schwierigkeiten, da mein ACC des Öfteren einfach random Disconnects hatte. Das heißt, ich bin gefahren und mitten im Rennen ist einfach kein Force Feedback da gewesen und hatte ein Disconnect. Das Ganze kannst du super einfach fixen, indem du dir dein Steam zu dir holst und dann gehst du auf Assetto Corsa Competizione, machst Rechtsklick da drauf, gehst auf Eigenschaften, gehst auf Controller und dann musst du die Steam-Eingabe deaktivieren. Und dann passiert dir das nicht mehr. Das war super ätzend am Anfang. Ich habe wirklich gedacht, dass die Wheelbase irgendwie kaputt ist, weil ich das natürlich ist das wieder bei mir beim ersten Mal passiert, als ich gegen eine Wand gefahren bin. Und beim zweiten Mal habe ich es versucht zu provozieren. Dann war es gegen die Wand fahren und dann war es kurz danach. Also falls dir das passieren sollte, bei jeglichen Games von Steam kannst du das hier drinnen unter Rechtsklick, Eigenschaften, Controller, Steam-Eingabe deaktivieren und dann ist das weg. Und gut, dass wir darüber gesprochen haben. Wir starten jetzt einfach mal ACC und drehen mal eine Runde da drin. So, wir befinden uns auf Spa im Mercedes GT3 Evo. Absolute Lieblingskombination von mir, weiß ja jeder. Dann drehen wir mal eine Runde. Schauen wir mal, was es so Wunderschönes gibt hier für uns, was das Force Feedback angeht. Und ich versuche euch das mal gleich zu beschreiben. Schön merkt man hier gleich die Unebenheiten in der Strecke. Ihr seht ja auch im Lenkrad hier ist sehr viel Bewegung drin. Ich habe das Ganze auf 15 Newtonmeter gestellt und im Spiel auf 60% Gain. Und da ist schon ordentlich Bambule drin im Lenkrad. Hier konnte man auch sehr schön das ABS spüren, die Vibration kam gleich durch. Hier den Curb kann man auch wunderbar spüren. Man hat gemerkt, dass das Auto verschwinden wollte, das ist auch sehr schön. Hier konnte man auch den Astro sehr schön spüren. Hier merkt man wieder sehr schön das ABS. Das ist wirklich prima. Also, ui, das Auto wollte flöten gehen. Da sind die Reifen noch ein bisschen, ui, hier will er mal gar nicht um die Kurve. Aber bis dato muss ich sagen, nach den, ja, ich sag mal, Stunden, die ich jetzt gefahren bin, ist das wirklich ein tolles Ergebnis von der Wheelbase. Ich musste wirklich bei den Settings etwas rumspielen, bis ich da was gefunden habe, was mir gefallen hat. Aber am Ende muss ich sagen, bin ich doch sehr zufrieden mit dem Force Feedback und was es mir wiedergibt. Denn ich habe nicht das Gefühl, dass mir etwas fehlt, wo ich sage, puh, das ist mir zu wenig oder das ist mir zu viel. Es macht wirklich einen grundsoliden Eindruck derweil. Und wie ihr wahrscheinlich jetzt auch gerade schon so ein bisschen hören könnt, was ich vorhin auch schon sagte, in dem anderen Segment,
mit dem Mounting, dass hier doch ganz schön Babule ins Rig reingeht, wenn man das von unten mountet, so wie ich das jetzt habe, weil ich hatte für die Wheelbase leider keinen Frontmount mehr da, deswegen musste ich es von unten mounten. Aber es ist wirklich sehr schönes Force Feedback, was mir persönlich sehr zusagt und auch sehr gefällt. Gerade bei dem Preispunkt ist es jetzt nicht so, dass dir irgendwas fehlt, also an Straßendetails oder also die Road-Effekte, dass man die nicht merkt. Das kommt alles sehr toll rüber und wird dir sehr schön auch transportiert in deine Hände. Wir fahren jetzt mal Rouge, das ist ja auch immer so ein Knackpunkt, sage ich mal. Bis dato ist alles in Ordnung, fühlt sich auch alles gut an. Es ist ein bisschen, es ist so eine ganz kleine Note wieder an gehende Leere drin, aber bei weitem nicht so, sag ich mal, bei weitem nicht so viel wie bei anderen Wheelbases, die ich schon gefahren bin. Weil du merkst auch hier sehr schön den Understeer beim Auto. Wenn du den gerade da hoch über die Vorderachse hochschiebst, dann hast du ja immer so eine leichte Vibration drin. Und das spürt man hier auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. So, wenn wir jetzt hier einfach mal durchfahren, hast du immer schön Widerstand im Lenkrad drin. Also du merkst, dass das Auto nach außen schieben will. Du merkst, wenn die Hinterachse sehr lose wird. Und das macht schon wirklich einen sehr schönen Eindruck mit den Settings, die ich mir da jetzt erfahren habe. Und auch das ABS finde ich ganz toll, dass das hier so doll reinklackert und wieder im Lenkrad sehr viel Bambule macht, sodass du das halt wirklich merkst. Nicht? Wenn du jetzt mal hier volles Brikett reintrittst, merkst du so, wie aus dem Motor so lange, wie sich das hocharbeitet. Und das ist wirklich sehr, sehr toll gemacht. Auch die Curbs haben ganz tolles Force Feedback. Also die geben dir schon ordentlich was wieder. Ich würde dich jetzt mal, bevor wir Eau Rouge hochfahren, würde ich dich neben die Wheelbase legen, dass du dir mal anhören kannst, wie laut denn diese Wheelbase ist und dich mal überraschen lassen. Also los. Also, du liegst jetzt direkt neben der Wheelbase. Ich wünsche dir sehr viel Spaß mit dem Ergebnis. Ja, wie du wahrscheinlich mitbekommen hast, die Wheelbase macht schon ein bisschen Bambule. Das ist das, was ich sagte vorhin, wenn es von unten gemountet ist und sehr viel Auflagefläche hat, geht da richtig was ab. Aber es ist absolut im Rahmen. Also es ist jetzt nicht so, als wenn das herausstechen würde, dass das im Gegensatz zu anderen Wheelbases übelst laut wäre. Und das ist für mich völlig fein. Lasst uns das Ganze doch nochmal in iRacing fahren und gucken, wie sie da performt. Fahren wir doch gleich mal die beschissenste Boxenausfahrt der ganzen Welt. Ui. Oh, hier ist schon wieder ein bisschen mehr Zug. Hier habe ich das Force Feedback ein bisschen höher gelassen im Test. Aber es ist gleich wieder alles da. Straßeneffekte, wobei die in iRacing ja sowieso ein bisschen gedämpfter sind als in ACC. Dort sind die ja ein bisschen mehr drin. Aber auch hier gleich schön das Feedback. Man spürt das Auto. Man kommt sehr gut über die Runden. Die wird alles mitgegeben, Curbs, Aufhängung, ist alles drinne. Man kann alles spüren. Was ich am Anfang auch gleich umgestellt habe, ist, wie sagt man denn, die Feder, die Zentralfeder, die Rückstellfeder. Das musste ich erstmal finden, weil die ist standardmäßig, wenn wir die Settings von SimMagic nehmen, ganz schön doll. Also da, glaube ich, hakst du dir auf Dauer deine Schulter aus. Habe ich gleich mal ein bisschen runtergedreht. Das könnt ihr in den Settings dann nachher sehen, falls ihr die mal ausprobieren solltet, die ich gemacht habe. Und es ist wirklich echt schön. Also es fährt sich sehr klasse. Es ist sehr rund. Es ist sehr smooth, sage ich mal. Also schön, geht gut runter. Hast nicht das Gefühl, dass das Auto irgendwie komische Faxen macht oder so. Du merkst halt die Vorderachse. Du merkst die Hinterachse sehr schön. Du kannst hier schön entspannt deine Runden drehen.
und kommst gut. Oh Gott, oh, was war das denn? Naja, Spar halt meine Lieblingsstrecke, ne? Da bin ich immer total gut. Also du merkst auch gleich alles, was du merken musst und das auch zuhauf und zu Genüge. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Force-Feedback, was dir gegeben wird. Und auch die 15 Newtonmeter sind wirklich ganz schön. Also die machen schon richtig Bambule. Wenn du da mal ein bisschen kommen lässt, den Apparat, und da mal volle Pulle drehst, wirst du schon gut zu tun haben. Ich habe jetzt auch mit Clipping per se keine Probleme gehabt. Ich habe es jetzt hier in-game auf 15 Newtonmeter gestellt. Das funktioniert hier bei iRacing ja ein bisschen anders als bei ACC. Hier ist das irgendwie umgedreht. Je höher die Newtonmeterzahl, desto mehr kommt da raus. Und das fühlt sich schon wirklich sehr gut an. Also ich könnte mir persönlich auch vorstellen, das Ding den ganzen Tag zu fahren. Also als, oh Gott, ja, wir fahren einfach mal nach. Abkürzung. Und mit diesem wunderschönen Abflug gehen wir jetzt mal kurz in den Geräuschtest rein. Du kannst dir mal anhören, was die Wheelbase so in iRacing macht. So, wir sind wieder neu drin nach dem wunderschönen Abflug. Und dann kannst du mal hören, wie die Wheelbase arbeitet. Das war jetzt der Geräuschtest in iRacing und man kann ja schon feststellen, dass es sehr leise ist oder leiser. Die Effekte in iRacing sind definitiv auch ein bisschen gedämpfter als bei ACC. Nichtsdestotrotz hast du nichts, was du hier vermissen würdest, wenn du das fährst. Jetzt lass uns mal zurück in den Raum hüpfen. Lass mal über Positives und Negatives sprechen und dann kommen wir zum Fazit. Lass uns doch mal über die positiven und die negativen Dinge sprechen. Positiv ist die komplette Aufmachung von Simmagic. Also ihr komplettes Ökosystem, wie sie es dir präsentieren, wie sie dich animieren und motivieren zu racen und dir eigentlich alles anbieten, was so dazugehört. Warum zähle ich das jetzt gerade bei der Simmagic Wheelbase mit auf? Weil das bei allen Produkten irgendwie super geil ist. Also es macht Spaß, sich diese Sachen zu kaufen, sie auszupacken und sie zu benutzen. Was für mich auch ein sehr großes Plus ist, ist die Verarbeitung und die Materialien. Da hat Simmagic für mich absolut die Nase vorn in ihrem Preissegment und in all dem, was sie gerade aktuell anbieten. Und auch bei der Simmagic Alpha haben sie das hingekriegt, ein unglaublich schönes Gerät abzuliefern. Den einzigen Punkt, den ich hier an der Stelle negativ anbringen könnte, wäre, dass es nicht von Haus aus funktioniert, ACC zu fahren. Das ist wirklich das Einzige, was mir jetzt einfallen würde und was man mit, ich sag mal, 2 Minuten googeln beheben kann, indem man die Optionen ins Team ändert. Kommen wir mal zum Fazit. Also falls du eine Wheelbase suchst und du willst nicht unbedingt 1500 Euro dafür ausgeben, aber du möchtest trotzdem genug Bums haben, kannst du mit der Simmagic Alpha mit 15 Newtonmeter dir eine wirklich sehr, 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 sehr starke Wheelbase in dein Zimmer holen mit sehr gutem Force-Feedback. Und mit diesen Worten würde ich mich gerne verabschieden und mich bedanken, dass du dir das Video angeguckt hast. Was mich mal interessieren würde ist, hattest du schon mal Kontakt mit Simmagic? Fährst du selber vielleicht eine Simmagic Wheelbase oder hast du Interesse daran, dir eine Simmagic Wheelbase zu kaufen? Lasst uns doch darüber mal in den Kommentaren sprechen und uns ein bisschen austauschen. Das würde mich sehr freuen. Dann möchte ich mich bei allen bedanken, die seit Wochen hier Kommentare schreiben,
das Video liken und disliken natürlich auch, weil wenn es dir nicht gefällt, kannst du das natürlich über den Button auch machen. Und generell einfach mit dem Video interagieren und es mit deiner Pflanze, Katze, Oma, Tante, wem auch immer teilst. Denn nur durch euch haben wir es geschafft, letztes Jahr so eine Größe zu erreichen. Denn das war für mich bis dato und auch für Paul undenkbar. Und das ist echt toll. Ein ganz besonderes Dankeschön möchte ich nochmal an die Kanalmitglieder loswerden. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr auch die Reise über diesen Weg unterstützt. Dankeschön. Schaut doch vielleicht bei mir im Stream mal vorbei. Ich streame jeden Dienstag bis Sonntag von 14 Uhr an. Wobei ich dazu sagen muss, Dienstag bin ich nur bei Werk, weil da läuft mein 3D-Drucker und du kannst die Musik wünschen und dort ja den Nachmittag mit coolen Leuten verbringen, währenddessen du Musik hörst und dem 3D-Drucker zuguckst, wie er wilde Sachen macht. Lass es dir gut gehen. Ich wünsche dir einen unglaublich schönen Tag. Dankeschön für alles. Kussi aufs Nussi. Bis den Dansen. Du! Was ich ganz vergessen habe. Ey, wir haben seit letzter Woche Merch. Also falls du irgendwie Lust hast, mich noch ein bisschen zu unterstützen und vielleicht eine Kleinigkeit von mir tragen möchtest, der nicht aussieht, als wenn ich gerade 14 geworden bin und Ed Hardy für mich entdeckt habe, dann schau doch mal vorbei auf der Seite bei Evolve. Denn da gibt es von mir Klamotten, die wirklich sehr schön sind. Und unterstützt mich doch vielleicht auf diesem Weg. Du, jetzt aber, ne? Tschüss. Bis dann.